Altstädte hat das grösste Cordon Bleu der Welt. Über 40 Meter lang ist es und wird darum schon bald im Guinness-Buch der Rekorde stehen. Nach mehreren Tagen Vorbereitung ist das XXL-Fleisch gestern im Rahmen des Stadtfest gebrutzelt worden. Der Roger Inauen war für uns mit dabei gewesen. 41 Meter und 66 cm lang ist es ganz genau. Das längste Cordon Bleu der Welt. Meter für Meter wird die Fleischschlange gestern Morgen zu Altstädten zusammengeklopft. 20 Männer und Frauen schauen, dass das Fleisch nie reisst. Kurz nach dem 12 Uhr die Bestätigung. Weltrekord geschafft. 41 Meter und 66,5 cm. Grosse Erleichterung beim Chefkoch Hans-Peter Mattle. Ein Schrei vom Herz runtergeht, geht mir super gut. Und sicher ist eigentlich gut hier. Wir haben ja gesagt, wir wollen 1:1. Das muss so sein wie daheim. Und wenn die Leute zufrieden sind, sind wir auch zufrieden. Dass so etwas überhaupt gelingen kann, braucht es einen Haufen Vorbereitung. In der Küche vom Lindenhof Zahlstätten ist das Fleisch im Vorfeld in mühsamer Handarbeit auf über 20 Bretter an 2 Meter zusammengeklopft worden. Wir haben ca. 90 Kilo Schweinfleisch, ca. 300 Eier, 40-50 Kilo Käse, 25 Kilo Schinken und Gewürz und 70-80 Liter Öl in der Fritteuse. Eine Menge, die es braucht, wie sich dann gestern zeigt. Mehrere hundert Altstädterinnen und Altstädter fiebern mit. Aus dem riesen Cordon Bleu hat es schlussendlich über 500 Portionen gegeben und alle sind gegessen worden. Er hat es ausgezeichnet geschmeckt. Ich denke, es ist nicht so einfach, so etwas zu machen mit so einer Fritteuse. Da braucht gleich noch einiges. Und für das hat es sehr gut geschmeckt. Es ist sehr gut. Auch der Käse ist schön verlaufen, der Schinken und das Ganze ist sehr gut. Nicht zu dunkel und auch nicht zu hell. Genau richtig so, ja, wie es muss sein. Da kann man nichts sagen. Ist wirklich fein. Für so, wie sie es machen, wie das gemacht wird, läuft es. Ist gut. Und auch der Stadtpräsident Rudi Mattle lässt sich das Spektakel nicht entgehen. Natürlich ist das schön, wenn wir im Guinness Buch der Rekorde sind. Aber man muss einfach auch sehen, wie viele Freiwillige das hier arbeiten und was da alles auf die Beine gestellt worden ist. Ich glaube, das ist auch etwas, was Altstädten auszeichnet. Die ganze Region, aber Altstädte auch ganz speziell. Wie viele Leute sich da immer mit grossem Enthusiasmus für so Attraktionen bei uns in der Stadt einbringen. Altstädten hat den Rekord also geschafft. Ob man damit aber tatsächlich im Guinness-Buch der Rekorde landet, ist noch nicht ganz klar. Jetzt müssen zuerst alle Beweismittel vom Weltrekord bestätigt werden. Ist das der Fall, ist der Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde Tatsache. So viel News für heute. Am Morgen kreuzen in der Woche lang die Kandidaten für den St. Galler Stadtrat bei TV Klingen. Es sind nämlich gerade mehrere Kandidaten, die sich für das Amt in der Exekutive bewerben. Es kommt also zu einer Kampfwahl. Den Anfang machen morgen im 60 Minuten der Stadtpräsident Thomas Scheitlin und sein Herausforderer Veit Rausch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend und würde mich freuen, wenn Sie am Morgen wieder TV einschalten. Ade miteinander.